Ey, ich will auch noch mal. Oh, Alter! 8000 Punkte! Seid ihr wahnsinnig? Ah, wir kriegen einen Schamanen, sehr schön. Oder einen Schattenhauptmann, hier, nachdem wir uns auslegen will. Gut, gut. Dann würde ich mal sagen, erstmal schönes Uruk-Gift auf Movin. So, feines Taumeln auf Legolas. Der selbstverständlich auch getroffen wird. Das finde ich sehr schön. Der wäre jetzt nämlich zweimal dran gewesen. So, Movin ist vergiftet. Aber sie ist immer noch am Leben. Weg mit die... Ach, scheiße. Das war die falsche Attacke. Verdammt. Nein, nicht die Leiter. Nicht die Leiter. Fuck. Scheiße, die Leiter ist weg. Nee, doch nicht. Okay. Aber es kommt kein neuer Verbündeter nach. Das finde ich sehr bedauerlich, muss ich tatsächlich sagen. Legolas außer Gefecht setzen. So. Falls ich hier Game Over gehen sollte, ist es nicht schlimm, dann machen wir es nochmal. Und wir kriegen einen neuen Krieger. Sehr schön. Also das gilt auch für uns, nicht nur für den Gegner an sich, sondern auch für uns mit den Leitern. Also solange die Leitern da sind, kriegen wir auch tatsächlich Unterstützung. Und ich lehne mir jetzt erstmal Birretor. So. Mit der schon mal langsam. Oh, Flug der Uruk. Nicht gut. Oh, Schatten auf. So. Erde Saruman's. Genau. Jetzt haut sie auf die andere Leiter ein. Die auch nicht drauf geht. Das finde ich gut. Und es kommt ein neuer Krieger für uns. Was kommt denn? Ja, ein Veteran. Sehr geil. Ein Berserker-Veteran ist nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut. So. Ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal eher Oden außer Gefecht. Oder wie ich ihn auch so gerne nenne, eher mit Oden, ne? Der ist schon mal angriffsunfähig. Und wir lähmen erstmal Legolas. Doppel-Critical. Sehr gut. Es war irgendwie klar, dass er sich auf meinen Berserker konzentriert. Oh Mann! Ja, es war klar. Der geht down. Das war abzuwägen, dass das passiert. Mal sehen, ob du den auch umhauen kannst. Ansonsten setzt er ihn halt nur außer Gefecht. Nee, der ist ganz tot. Sehr schön. Ein Kämpfer weniger und Movin verabschiedet sich auch gerade. Wunderbar. Dann sind jetzt nur noch Birretor und Legolas übrig. Berserker, Legolas lahmlegen. Birretor ist davon das geringere Übel, sage ich mal so. So. Fluch der Uruks. Auf die Leiter bringt aber nichts. Sehr schön. Feines Taumeln auf Birretor. So, der ist somit auch erstmal lahmgelegt. Und Lähmung auf Legolas. Und nochmal feines Taumeln auf Legolas. Durch Spam! Legolas ist bewusstlos, sehr schön. Und den gib ihm den Rest. Das war's für Legolas, sehr schön. Und Igelangriff auf Birretor. Okay, er lebt immer noch. Die Leiter steht immer noch, das finde ich gut. Also die Leitern haben hier richtig viele Punkte für uns, das finde ich auch sehr schön. Und wir kriegen noch einen Lanzenträger dazu. Sehr gut. Und der wirkt jetzt auch gleich mal seine Uruk-Lanze. Und das war's dann für ihn. Und da haben wir wieder den bekannten Bug. Den wir ja auch schon in Meduseld hatten. In der goldenen Halle. So, jetzt sind wir in der Bresche. So, eine Pennmark. Okay. Aber mein Bogenschütz überlebt, das finde ich gut. Ich finde auch interessant, dass sie irgendwie schwächer werden. Vorhin hatten sie fast 10.000 Punkte, jetzt haben sie nur noch knapp 7.000. Ist interessant.
Hier gilt übrigens dasselbe wie auf der anderen Seite, also als wir als Gute gekämpft haben. Dasselbe Prinzip. Oh, mit zwei Zwergen. Dürfte ja was für Rimnir sein. Zwei Zwerge auf einmal. Aber nicht mehr lange. Dafür werde ich sorgen. So, Uruk-Schwertkämpfer, der nicht sehr viel kann, wie ich sehe. Greif mal Moven an. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Fall der Stille auf Moven. Weil ich glaube, damit zählen alle ihre Attacken tatsächlich. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich meine, das ist so. Die wird auch voll erwischt, das finde ich gut. Und Fall der Stille auf Eaon, damit sind beide außer Gefecht gesetzt, was ihre Magie angeht. Der Einzige, der mit seiner Magie jetzt noch gefährlich werden kann, ist Hathor. Und Gimli hat ja bekanntlich keine Magie. Also den können wir so viel still machen, wie wir wollen. Übrigens auch ein interessanter Bug. Man sieht jetzt teilweise nicht, welchen Gegner er jetzt eigentlich angreift. Das ist total verbuggt jetzt. Ich weiß leider nicht, warum das so ist. Aber das scheint in dem Spiel normal zu sein. So, Bogenschützen. Auf den Speer eher oben. Was ziemlich wenig Schaden verursacht. Das war unser Schwertkämpfer. Das war auch diesmal die richtige Anzeige. Und wir kriegen einen Berserker-Veteran, wenn ich das richtig sehe, genau. Mhm. Okay. Lunte entfachen! So, jetzt geht es mit Feindestaumeln los auf Gimli. Sorry, Rimnir, aber das muss sein. Auch wenn er nichts verliert, aber trotzdem ist er bewusstlos und darauf kommt es an. Weil dadurch fehlt ihm schon mal der stärkste Kämpfer und wir greifen mit den Ambrosch-Schützen die Moven an. Braune Berge. Mhm. Okay. Wir stehen noch. Vorne Penmark. Komisch, jetzt trifft sie. Vorher hat sie nie getroffen. Jetzt auf einmal trifft sie. Ja, ja. Ist klar. Oh, zwei Pioniere. Das ist blöd. Zwei Pioniere ist blöd. Feines Taumeln auf Maestrone Eaon. So. Wie sieht's aus? Wir schwächen nochmal weiter Moven. Sehr schön. Und die nächste Lunte entfachen. Ja, das dachte ich mir. Auf den. Okay, 20.000 Punkte, Alter. Und auch ein Veteran. Wunderbar. Den nehmen wir doch gerne in Anspruch. So, feines Taumeln. Auf wen eigentlich? Ich würde sagen, wir setzen mal Hathor außer Gefecht. Den haben wir bisher noch gar nicht angegriffen. Wird mal Zeit, dass wir das mal machen. So. Ah! Liebe Leute, eine Premiere. Einer unserer Pioniere kann sich in die Luft sprengen. Wir greifen Gimli an. Das habe ich noch nie gesehen. Jo, geil. Okay. Also so eine Art, ja, Selbstmörder, der sich auf seinen Gegner stürzt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, seitdem ich das zocke. Noch nie. Das war für mich das erste Mal gerade. Und Moven ist erledigt. Sehr schön. Die erste ist schon mal außer Gefecht gesetzt. So, einmal Feldheilung bitte für den Bogenschützen. Beziehungsweise Armbrustschützen eigentlich. Aber wer bin ich denn, dass ich das in Frage stelle? Ich denke auch mal, nach dem Schattenmodus ist die Session auch beendet. Session Nummer 7. Wir haben eine ganze Menge erreicht. Wir haben Helms Klamm geschafft. Wahrscheinlich dann sogar beides, also sowohl den Schattenmodus als auch den regulären Modus. Und können uns dann in der nächsten Session auf Osgiliath konzentrieren. Einmal am Uruk-Bolzen auf Eaon. Das heißt, wir verabschieden uns auch gleichzeitig damit von den Uruks. Die kommen jetzt nicht mehr vor. Stattdessen haben wir es dann mit den Mordor-Orks zu tun in der nächsten Session. Die wesentlich gefährlicher sind, muss ich tatsächlich sagen. Selbst die Bogenschützen sind gefährlich für uns. Aber das werdet ihr ja dann ab der nächsten Session sehen. So, feines Taumeln, feines Taumeln. Eaon kann ruhig angreifen. Das wird ihn auch nicht viel bringen.
Zum ersten Mal habe ich gesehen, wie sich ein Pionier selbst in die Luft sprengt. Ich dachte, das wäre verheerender gewesen, aber es richtet sich nur auf einen. Ja, du könntest mal einen Igelangriff machen auf Eoden. Ich glaube, die Berserker, die gibt es tatsächlich auch in Schlacht um Mittelerde als Einheit. So, dann würde ich mal sagen, wirken wir nochmal Urugift auf Hertot. Die beiden Zwerge sind die letzten, die geblieben sind. Eoden und Mofen sind ja beide tot. Und ich werde mit feines Taumeln Gimli außer Gefecht setzen. Stirb, Gimli. Er lebt immer noch, aber gleich nichts mehr. Urubolzen! Ein weiterer Steinschild bringt ihn nichts. Der Steinschild hält nur eine Attacke stand, danach ist Feierabend. Gib ihm den Rest! Jawohl, Gimli ist dahin. Und er fällt genauso um wie sein Kumpel, Hertog, der jetzt als letztes übrig ist. Er leidet zwar keinen Schaden, aber er ist bewusstlos. So, Urugift! Urubolzen! Berserker Zorn! Und Igel-Attacke! Und das war's für Hedhut. Beretor, Langschwert der Verdammten, zweites Zeitalter, Gruppe, polierter Elbenstein der Rüstungsklasse und Beretor, was? Numenorianische Armschienen aus Stahl. Was für ein Wort. Alter Schwede, was für ein Wort. Wahnsinn. Sehr schön. Ja, wir haben 57 Minuten, also es könnte sein, dass die Session jetzt ein bisschen kürzer wird. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht nochmal extra an den Ladebildschirm gehen, also das macht keinen Sinn. Also wird diese Session jetzt mal ein bisschen kürzer sein. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und beim nächsten Mal fahren wir dann fort mit Osgiliath. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir bis dahin gewogen. Die nächste Aufnahmesession wird dann auch tatsächlich bis Weihnachten reingehen. Ja, ich werde auch während Weihnachten Videos raushauen, definitiv. Inklusive Weihnachtsspecial. Also ich habe das noch nicht aufgenommen zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber darum werde ich mich dann auch noch kümmern. Ich habe nämlich was Besonderes vor in dem Weihnachtsspecial. Ich werde nämlich, das kann ich an dieser Stelle ja verraten, mein Weihnachtsspecial mit einem Jahresrückblick verbinden. Aber das werdet ihr dann genau sehen, wenn es dann ausgestrahlt wird. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und falls ja, gleich kommt die Endcard. Dann könnt ihr ja sehen, was ihr dafür tun könnt, um mir eine Rückmeldung zu geben. Ich bin raus und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr das gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.